Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Mich beschäftigt die Frage, wie wir allgemein zu einer konkreten, aktiven, engagierten Liebe unserem Planeten gegenüber zurückkehren können. Der hängt ja durch und wir lassen ihn alle hängen. Sagen, ja, die Erde hat schon ganz andere Dinge verkraftet. Tja, womöglich verkraftet sie uns eines Tages. Aber noch haben wir Gestaltungsmacht, die wir nicht einsetzen und die wir aber einsetzen könnten. In unserer Gesellschaft spielt Angst eine zentrale Rolle. Das habe ich ja gestern schon ausgeführt. Die Angst in jeglicher Hinsicht, die Angst zu kurz zu kommen, die Angst zu unterliegen und so weiter. Und die Angst ist auch die Hauptursache für unsere Enge, für unsere Herzensenge. Man spürt das richtig im Herzen, so Angst. Da zieht sich hier alles im Herzen zusammen. Und wir merken, wie unglücklich der Zustand ist, aber wir wissen gar nicht, wie wir da etwas unternehmen können. Ja? Und diese Enge ist auch für unser Bewusstsein der Getrenntheit maßgeblich, und dieses Bewusstsein der Getrenntheit ist eine Hauptwurzel unseres Leidens überhaupt. Und zwar deshalb, weil es die Wirklichkeit der Allverbundenheit leugnet. Die Wirklichkeit der Allverbundenheit ist da. Sobald man die Augen aufmacht, kann man sich persönlich davon überzeugen, aber unser Handeln ist geprägt vom Bewusstsein der Getrenntheit oder von der Hoffnung, wir könnten uns von bestimmten Entwicklungen auf diesem Planeten individuell retten und abtrennen. Ein weit verbreiteter Irrtum. Ja, wir leben im Augenblick in einer Zeit, wo sich die großen politischen Player unseres Planeten in geopolitischen Machtspielen ergehen. Und nicht zögern, uns alle mit dem kollektiven Untergang durch einen Atomkrieg zu ängstigen. Wir werden dann in Schach gehalten. Mit dieser Angst, ja, es könnte jetzt der nächste Schritt wären, taktische Atomwaffen, dann könnte der große Blitz losgehen und dann könnte zum Beispiel Berlin für immer unkenntlich werden. Das ist eine Angst, die umgeht. Und dieses Spiel ist das Spiel Eskalation ohne Grenzen. Und wie wir mitbekommen, werden erhebliche finanzielle und materielle Mittel in dieses Spiel gesteckt. Man kann sagen, der weltweite wirtschaftliche Überschuss, der geht zurzeit in die Aufrüstung der Spielpartner. Und man versucht mit noch mehr Waffen und so weiter und so fort seine Stellung in diesem Spiel der Eskalation ohne Grenzen zu verbessern.
Und wir, die wir selber gar kein Interesse an diesem Spiel haben. Ich bin überhaupt nicht interessiert, dass für mich Player womöglich noch in meinem Namen dieses Spiel da spielen und dass da überhaupt kein Raum mehr für Verständigung ist, dass ich schon meine Altersrücklage um 20% verloren habe durch die Inflation, die dadurch entstanden ist, dass wir dieses Spiel spielen. Ja, ich bin überhaupt nicht interessiert an diesem Spiel. Und die, die hier sitzen mit mir zusammen, sind ebenfalls nicht interessiert daran. Aber wir sind betroffen von diesem Spiel. Und wir sind auch deshalb betroffen, weil wir die Alternative, die wir vielleicht hätten, gar nicht wagen zu formulieren oder womöglich auf Realitätsniveau zu erheben. Wir sind da befangen. Ja. Auf der Strecke bleiben. Gestaltung des Klimas, aktive Gestaltung des Klimas und der Umwelt, der Weltfrieden und das Mitgefühl für unsere Erde. Es bleibt auf der Strecke, dass es nur noch in Worten adressiert, kaum noch in Taten. Ja, und deshalb, wie können wir in dieser Situation unsere Liebe für die Erde auf so eine Weise erwecken, dass sie sich ohne Umschweife in Taten manifestiert? Das wär's doch, oder? Als mein jüngster Bruder in die Pubertät kam, hängte er in seinem Zimmer ein Bild mit dem Titel Fuck the World auf. Darauf war ein Mann zu sehen, der die Erde umklammert hielt und seinen erigierten Penis in die Weltkugel bohrte. Dieses Bild an exponierter Stelle als Plakat in seinem Zimmer aufzuhängen, war für ihn ein Ausdruck seiner Freiheit und Unbekümmertheit und richtete sich gegen eine als eng empfundene Moral. Im Grunde genommen aber zeugte dieses Protestbild zugleich vom vorherrschenden Zeitgeist. Nachdem es darum ging, wer im Kampf um die wirtschaftliche Vorherrschaft die Ressourcen der Erde am effektivsten und rücksichtslosen ausbeuten konnte. Der Penis der Gesellschaft waren die Bohrtürme in die Erde, in allen möglichen Ecken, das der Bau von Atomkraftwerken, was weiß ich. Ihr alle wisst, was wir da der Erde angetan haben und uns dabei noch als besonders zivilisiert und fortschrittlich vorzukommen. Ja, fuck the world. Irgendwo ist das immer noch unterschwellig vorhanden und alle Appelle an die Vernunft, doch mal eine andere Richtung einzuschalten, verhallen. Unter anderem deshalb, weil sie sich wirtschaftlich ja nicht auszahlen. Die Umweltpolitik der Grünen, die schreibt auf ihre Fahnen, dass sie das Bruttosozialprodukt stärkt, indem sie Wachstum durch Windenergieanlagen und Photovoltaikanlagen und so. Aber das Thema mehr bleibt. Wir haben noch nicht den Weg gefunden zu einem liebevollen Umgang mit unserem Planeten.
Und die Frage ist auch, wo wir da ansetzen können. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, das ich euch sehr empfehlen kann. Jedenfalls, soweit ihr euch noch zur sexuell aktiven Gruppe der Gesellschaft zählt. Das heißt, Sex als Gebet ist ein wunderbares Buch, wie man sein Streben zur ekstatischen Liebe mit Hingabe und Selbstaufgabe verbinden kann, bis hin zum Einswerden mit allem. Kann ich euch nur empfehlen, und die, die noch besonders praxisbedürftig sind, denen vor allem. Dada schreibt: Schenke dich der Liebe selbst, ohne dass auch nur ein Fitzelchen von dir zurückbleibt. Stirb vollständig in das Lieben hinein. Wenn du zurückkehrst, dann sammelt sich die Wahrnehmung deines Selbst erneut. Und du wirst durch und durch erfrischt sein, rein und wach. Durch die Unschuld, die sich weit auf der anderen Seite der Hingabe befindet. Das ist nun hier an Männer und Frauen gerichtet, aber das könnte ja auch ein Motto sein, wie wir die Erde lieben könnten. Da gibt es ja so viele Aspekte, die wir auch mit Leidenschaft verfolgen könnten. Und so viele Möglichkeiten, uns hinzugeben, bis wir von allen Wesen erleuchtet werden. Ja. Er schreibt noch weiter: Unsere tiefste Natur, unser wahrer Geist ist von Liebe und grenzenloser Freiheit erfüllt. Wenn wir die Verbindung zu unserer Fülle verlieren, beginnen wir uns nach dem zu sehnen, was zu fehlen scheint. Das Weibliche in uns sehnt sich nach tieferer Liebe und versucht, eine intime Beziehung, Familie oder Freunde zu finden. Das Männliche in uns kämpft um größere Freiheit und versucht, diese über finanzielle, kreative oder politische Herausforderungen zu erreichen. Und doch fühlt sich unser Leben häufig unbefriedigend an, weil wir nach einer Freude suchen, die nur in Erscheinung treten kann, indem wir sind, wer wir sind, und zwar vollkommen und in aller Tiefe. Das Weibliche wächst spirituell, indem es lernt, als Liebe zu leben, anstatt auf sie zu hoffen. Das Männliche wächst spirituell, indem es lernt, als Freiheit zu leben, anstatt darum zu kämpfen. Der Gedanke, dass der Friede, die Hingabe, das Mitgefühl, dass das in der Beziehung von Männern und Frauen zueinander einen guten Anfang nehmen kann, der ist nicht neu. Schon mein Lehrer Danan Perry hat damals davon gesprochen, dass der Dritte Weltkrieg in Wirklichkeit schon längst zwischen den Geschlechtern stattfindet. Er hat das analysiert, er war ja irischer Abstammung. Damals tobte der
Kampf da in Nordirland zwischen Katholiken, Protestanten und so weiter. Und er bemerkte, dass die Idee, da Frieden zu schließen, so frustrierend war angesichts der Verhältnisse, die da herrschen. Er beobachtete nämlich, dass bei den Menschen, zu denen er Zugang hatte, ja, dass da eine Rollenteilung zwischen Männern und Frauen war. Die Männer zogen in den Kampf und brachten sich da gegenseitig um. Und die Frauen erzogen die Kinder zu künftigen Kämpfern, indem sie ihnen erzählten, da drüben in der Straße wurde Onkel Ben erschossen. Sieh zu, dass es dir nicht auch so geht. Und diese Art von eskalierender Erzählung in diesen Familien führte dazu, dass die Frauen diesen Teil machten, die Männer den anderen, und dass es überhaupt gar nicht zu einer Einflussnahme beispielsweise auf die Erziehung kam durch beide, sondern es lief dieser wildwüchsige Prozess und führte zu einer Gewaltorgie nach der anderen. Und Dänen sagte, wir müssen damit beginnen, die Geschlechter aus diesen Pötten rauszuholen. Wir müssen sehen, dass die ihre Rollen neu finden und dass sie kooperativ sich verhalten lernen, was offensichtlich ja nicht gegeben war. Und deshalb entwickelte er ein weltweites Programm Essential Peacemaking, Women and Men. Also auf Deutsch Männer und Frauen, Grundlagen der aufrichtigen Verständigung. Und dieses Essential Peacemaking hat hier im Lebensgarten auch immer wieder stattgefunden. Meine Kollegin Katharina und ich haben das oft veranstaltet und waren immer wieder berührt von den unglaublichen, überraschenden Berührtheiten, die wir feststellten bei den teilnehmenden Männern und Frauen. Und das Geniale an diesem Programm von Dänen war, dass es eine ganz simple Eintagesveranstaltung war mit einem Handbuch, das man da zur Begleitung bekam, mit sehr vielen einfachen Übungen, die aber total zu Herzen gingen und letztendlich dazu führten, dass Männer und Frauen aus diesem Seminar mit einer neuen Sichtweise auf das eigene und das Gegengeschlecht hervorgingen. Und Dänen schrieb damals in diesem Handbuch, unter der Oberfläche der vielen Konflikte, die unseren Planeten heimsuchen, gibt es einen Kernkonflikt der Geschlechterbeziehung. Hierzu gehört auch die Art und Weise, wie wir unseren Kindern den Umgang mit dem eigenen und dem anderen Geschlecht vermitteln. Männer und Frauen, aufrichtige Verständigung, ist eine Methode, eine positive Veränderung im Verhalten von Männern und Frauen herbeizuführen. Diese Methode erkennt die jeweils eigene Perspektive an, die jedes der Geschlechter für das Modell der gemeinsamen Führung durch Männer und Frauen hat, das für die Heilung der Krisen unseres Planeten so wichtig ist. Die hier konzipierten Eintagesseminare sind keine Beratung und keine Therapie und sie beschäftigen sich nicht mit einzelnen Beziehungen. Sie sind gedacht als sichere Umgebung für offene Gespräche,
Sie bieten die Möglichkeit, alte und aktuelle Verletzungen mitzuteilen, sich über die vielen Arten des Aneinander-Vorbeiredens auszutauschen und Vertrauen und Synergie zwischen Frauen und Frauen, Männern und Männern und zwischen Männern und Frauen herzustellen. Das Ziel dieses Seminars sind Heilungsprozesse und die Zusammenarbeit innerhalb des weiblichen und männlichen Geschlechts und zwischen den Geschlechtern innerhalb unserer Kulturen auf der ganzen Erde, nicht die Lösung individueller Probleme. Der Kern ist die Überzeugung, dass gewöhnliche Menschen über genügend Einfühlungsvermögen und Fähigkeiten verfügen, um kleine Gruppen von Frauen und Männern zusammenzubringen, damit sie sich einander auf tiefgehende und wirkungsvolle Weise mitteilen. Ein Handbuch dazu bietet eine gut durchdachte Struktur von einfachen Übungen und ein Modell des interaktiven Zuhörens. Es liefert dir die nötigen Informationen und gibt dir das Gefühl für den Prozess, den du auslösen möchtest. Ja, und zum Schluss, ein Aspekt dieser Philosophie ist, dass für die Anleitung solcher Gruppenprozesse keine hochqualifizierten Spezialisten erforderlich sind, sondern dass in vielen Situationen einfach nur Mitgefühl, Zuhören und Sicherheit nötig sind und ein Ort, um sein Herz voller Vertrauen auszuschütten. Du wirst feststellen, dass du die Fähigkeiten, die Methoden und die Erfahrung, die du brauchst, in erster Linie erwirbst, indem du aktiv wirst. Und weniger dadurch, dass du jahrelang Bücher liest und Kurse besuchst. Und das war wirklich Danens Auftreten. Der ging gleich zur Tat über und er hat uns, die er erreichen konnte, zutiefst inspiriert und ergriffen von diesem Ansatz. Ja. Wie können wir das nun umsetzen, nicht nur auf unseren Beziehungsalltag, sondern auf den Beziehungsalltag mit unserer Erde, mit der ganzen Welt? Wie können wir den Geist der Hingabe erzeugen, der nötig ist, damit wir Lust haben, anzupacken? Und loszulegen. Ja, das ist eine Frage an uns alle. Und wir haben natürlich in unseren Zen-Vorfahren auch gewisse Aspekte und Ansätze, die die für wichtig gehalten haben, damit wir diese Haltung entwickeln können. Also Rinzai schreibt zum Beispiel, die erhabenen Ahnen, die wir in alten Zeiten hatten, hatten alle ihre eigenen Methoden, Menschen zu erlösen. Was mich betrifft, möchte ich euch klar machen, dass ihr die irreführenden Ansichten anderer nicht akzeptiert. Wenn ihr handeln wollt, handelt. Zögert nicht. Zen-Studenten von heute kommen oft zu nichts. Was fehlt euch? Der Glaube an euch selbst fehlt euch. Wenn es euch am Glauben an euch selbst mangelt, werdet ihr weiter stolpern, verwirrt, allen möglichen Ereignissen folgen
Und von diesen Myriaden von Ereignissen und Handy-Apps immer wieder neu gewandelt werden. Und nie ihr selbst sein. Also, Selbstvertrauen. Selbstvertrauen in einer Situation, wo man gar nicht weiß, wo man als erstes denn nun aktiv werden kann. Und trotzdem, dem eigenen Herzen vertrauen, dem eigenen Herzen zu folgen, das ist das Gebot der Stunde. Wir können das ja bemerken, wenn wir hier zum Beispiel aus unserem kleinen Tempel rausgehen, wie uns alle möglichen Lebewesen ansprechen. Wir können sehen, dass es einen Unterschied macht, ob wir in unserem unmittelbar gegenständlichen Bereich Todeszonen errichten für andere Lebewesen, wie zum Beispiel in unseren Wohnungen, wo keine Fliegen reinkommen dürfen, Mücken, um Gottes Willen, Mäuse, Ratten, Hilfe, Siebenschläfer, nein, bitte nicht. Da haben wir ein Konzept der Todeszonen. Und wenn nötig, eben auch im weiteren Bereich um uns herum. Unsere Landwirtschaft operiert nur mit Todeszonen. Da kann überhaupt nichts mehr wirklich leben. Und das machen wir zur Grundlage unseres Lebens, unserer Ernährung. Und manchmal glauben wir, wir hätten damit nichts zu tun. Doch, wir sind diejenigen, die das zulassen. Wir schaffen diese Todeszonen mit, auch durch unsere Art, uns zu bewegen, zu ernähren und so weiter. Da können wir anders vorgehen. Es ist so ein schönes Bild zu sehen, wenn wir da in unsere Teerunde morgens kommen, wo Dieter da Tee gibt und eigentlich die Herrinnen des Raumes im Augenblick die Ameisen sind. Wie er mit Hanya Shingyo Kleng und guten Zureden die Ameisen mit dazu bewegt, dass sie sich kooperativ verhalten. Er verhält sich kooperativ, lässt ihnen ihre Wege und ihre Aufgaben und sie verhalten sich kooperativ und lassen uns unsere Teezeremonie. Sie überfallen nicht unsere Okashis, sondern respektvoll umgehen sie diese Bereiche. Und wir können auch auf unseren Sitzmatten sitzen, ohne dass sie die ganze Zeit über unseren großen Zeh oder sonst wohin klettern. Das ist so für mich so ein schönes, berührendes Bild, dass es so einfach möglich ist, sich mit diesen Wesen zu verständigen, die unsere Sprache nicht sprechen und deren Sprache wir auch nicht sprechen, aber die wir in unser Herz nehmen können. Wir pflegen ja alle die 10 Silas ab und zu uns vor Augen zu führen. Und bei den 10 Silas, da ist ja das erste Sila, kein Leben töten, alle Wesen zu retten oder zu fördern. Das zweite Sila ist, nichts nehmen, was uns nicht gegeben ist. So, wenn wir das so als Novizen des Zen erstmal so nehmen, die ersten 5 Silas so als persönliche Orientierungshilfe, dann ist uns die Tragweite noch gar nicht bewusst, die Silas haben, wenn wir sie mit erwachtem Geist üben. Ganz am Ende der Koanübung kommt eine Phase, wo wir die 10 Silas als Koan üben.
Und da ist zum Beispiel das Sila, nicht nehmen, was dir nicht gegeben ist und so weiter. Da wird die Frage gestellt, wie brichst du denn dieses Sila als erwachter Mensch? Und da ist die Antwort, ich ergreife alle Wesen und nehme sie in mein Herz. Das ist der Diebstahl, den wir an der Welt begehen, den wir begehen können. Und wo wir merken, wie wichtig der ist. Alle Wesen ergreifen, in unser Herz nehmen und sie mit unserer Lebenskraft zernähren. Ja. Und so geht es mit den Silas noch weiter, wenn wir die später noch mal üben. Ja. Aber das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Wie bricht man das zweite Sila? Ja, wir ergreifen, wir nehmen den greifenden Geist. Der ist nicht böse. Wir nehmen ihn, aber wir ergreifen die Wesen, um es in unser Herz zu bringen. Ja, im Rinzai Rocco wird noch berichtet, dass Rinzai später, als er zu Wangpo zurückgekehrt ist, sich am Haupttor zu schaffen macht mit einer gewaltigen Hacke, hackt er da Löcher, Pflanzlöcher in den Boden. Und Wangpo, der kommt dazu und fragt ihn, was soll denn das, ja? Und da sagt Rinzai, erstens möchte ich einen natürlichen Rahmen für das Haupttor schaffen. Nicht so eine öde Wüste wie hier drumherum, ja? Einen natürlichen Rahmen für das Haupttor. Haben wir übrigens noch nicht geschafft, unser Haupttor. Das ist noch ein bisschen defizitär, aber das kriegen wir demnächst auch noch hin. Einen natürlichen Rahmen für das Haupttor. Und zweitens möchte ich ein Zeichen für spätere Generationen setzen, sagte Lin Shi, stieß seine Hacke dreimal auf den Boden. Und ließ sich sozusagen von Wangpo überhaupt nicht stören in dieser Aktivität. Er pflanzte Bäume, Bäume, Bäume. Daran könnte er uns auch Vorbild sein. Was die Welt braucht, sind Bäume, Bäume, Bäume. Wangpo erwiderte da, sei es wie es mag. Du hattest schon eine Kostprobe von 30 Schlägen mit meinem Stock, entgegnete Wangpo. Wieder stieß Lin Shi seine Hacke dreimal auf den Boden und atmete tief und gewaltig aus. Unter dir wird meine Lehrmeinung in der ganzen Welt erblühen, sagte Wangpo. Und tatsächlich ist diese Lehre ja auch bei uns hier angekommen und erfüllt uns mit Dankbarkeit. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.